Hi, hier ist Chris, Mitbegründer von Guitar Masterplan. In diesem Video schauen wir uns ein Metal Riff an im Stil von Sanctuary, 80er Metal. Gutes Training für die linke und für die rechte Hand, also sehr gutes Riff, um die Technik ein bisschen zu verfeinern und dein Rhythmusgefühl zu verfeinern. Für das Video nutze ich übrigens die neue Strat von Siggy Braun. Schauen wir uns das Riff gleich im Detail an. Okay, das Riff nochmal ohne Backing Track kurz gespielt. Das heißt, du siehst schon mal, wir bewegen die linke und die rechte Hand ordentlich. Das heißt, es ist gutes Training für beide Hände und eben für das Rhythmusgefühl. Die Videounterlagen findest du natürlich wieder zum Download, sprich die Tabs, damit du dem Video leichter folgen kannst, und die Audiodateien. Starten wir mit dem ersten Takt, mit dem Galopp auf der tiefen E-Seite, das heißt Downstroke, Down, Up. Dann kommt dieser typische Galopp-Sound zustande. Also Galopp. Und dann der E5 Power Chord auf der A-Seite im siebten Bund. Dann nächster Galopp. Power Chord auf 8 und auf 7. Das heißt, wir hatten. Übrigens, hier gibt es noch zu sagen, weil die Frage kommt auch immer wieder, ob man jetzt den Power Chord mit Zeigefinger und Ringfinger spielt oder wie ich gerade Zeigefinger oder kleiner Finger. Ist egal und Geschmackssache. Ich variiere auch hin und wieder zwischen den beiden Varianten. Dann schauen wir in den zweiten Takt von diesem Riff, nochmal mit so einem Galopp. Und dann kommen wir zu diesen Trillern. Und zwar starten wir auf der A-Seite, der fünften Seite im zweiten Bund, anschlagen mit einem Downstroke. Und dann wird dieser Triller Legato gespielt. Das heißt Hammer und Pull-Off. Zuerst anschlagen. Dann kommen wir zum nächsten, auf der D-Seite, vierter Bund, anschlagen und dann Legato. Dann das gleiche auf der G-Seite, anschlagen und Legato, das heißt. Und der dritte und letzte Takt von dem Riff mit 4 Sechzehntel auf der tiefen E-Seite gespielt. Powerchord, A-Seite, fünfter Bund, dann nochmal die Sechzehntel, Powerchord auf dem dritten Bund auf der A-Seite und schon ist das Riff fertig. Und du kannst noch abschließen mit dem E5 Powerchord, leere Seite. Ja, weil ich gesagt habe, eben gutes Techniktraining auch. Du kannst versuchen, diese Triller auch mit anderen Fingern, Fingerkombinationen zu spielen. Also ich habe es ja gespielt mit Zeigefinger und Mittelfinger. Kann natürlich auch mit Mittel und Ring. Ist sicher schwieriger, aber es ist ein gutes Training, damit die Finger unabhängig bewegt werden. Oder das gleiche auch mit Ringfinger und kleinen Finger. Und es ist eine super Fingerübung. Wie gesagt, am leichtesten natürlich mit Zeigefinger und Mittelfinger. Aber klappt mit den anderen Fingern genauso, wenn man sie trainiert. Ja, ich hoffe, das Riff hat dir gefallen. Die Videounterlagen, sprich Tabs und Backing Tracks, findest du natürlich wieder kostenlos zum Download. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Ja, lass uns vielleicht generell wissen, wie dir diese kurzen Riffs auch gefallen von der Serie her, ob wir mehr davon machen sollten.
Ist sicher eine nette Übung für zwischendurch. Übrigens, wenn du dein Riff-Vokabular ordentlich ausbauen willst und mehr in die Tiefe von Riffs eintauchen willst, checke vielleicht auch unseren Kurs, die 69 Rock und Metal Riffs. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mir hat Spaß gemacht. Bis dahin, rock on!